Industriedenkmäler, alte Technik und auch historische Gebäude ziehen mich immer wieder magisch an. Die Zeche Bonifatius war ein Steinkohlebergwerk in Essen-Krai. 1857 wurde mit dem Abteufen des ersten Schachtes begonnen. 1870 förderten ca. 600 Beschäftigte jährlich 188.000 Tonnen Kohle. Anfang der 1980er Jahre erfolgte die endgültige Aufgabe der Grubenfelder der Zeche Bonifatius. Bis zu 2600 Beschäftigte hatten hier ihren Arbeitsplatz. Im Jahr 1985 wurde die Zeche Bonifatius unter Denkmalschutz gestellt. Die ehemalige Lohnhalle zeichnet sich durch ihre neogotische Fassadengestaltung und einer kathedralenartigen Innenarchitektur aus. Hier befindet sich heute das Tagungshotel Alte Lohnhalle. Einige Betriebsgebäude und das Fördergerüst über Schacht 1 sind erhalten geblieben. Sie werden heute gastronomisch, kulturell und gewerblich genutzt. Das Fördergerüst Schacht 1 wurde von 1992 bis 1993 mit hohem Aufwand restauriert. Die Betriebsgelände wurden 1993 schrittweise der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht. Heute finden auch Gruppenführungen durch die Übertageanlagen der Zeche statt.